Naja, man muss ja erstmal schon auch sagen, dass durch das Netz Stimmen sichtbar werden. Man kann sich mit anderen Menschen connecten, mit denen man sonst nicht sprechen könnte, weil sie eben, was weiß ich, wie viele Kilometer von einem entfernt leben. Das heißt, das Netz bietet schon viele Chancen, aber am Ende sitzen halt an den Computern Leute, die halt offline menschenverachtende Sachen denken und im Netz halt auch. Deswegen kann man das nicht so einfach trennen. Also ich finde, wenn wir über Hate Speech sprechen, was ein Begriff ist, den ich mittlerweile einfach nicht mehr so gerne benutzen möchte, weil es da um Rassismus und Sexismus geht, und das sollte man auch so sagen, dafür brauche ich keinen neuen Begriff. Aber zu denken, dass jetzt alle im Netz irgendwie ein Happy Hippo Life haben, ist ein bisschen naiv gedacht, weil, wie gesagt, dort sitzen ja die Leute, die auch in der Gesellschaft, also offline, Menschen hassen. Warum sollten die es im Netz dann auf einmal nicht mehr tun? Naja, indem wir offline das hinbekommen, dass Themen wie Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, dass diese ganzen wichtigen Themen auch politisch ernst genommen werden, dass es von der Politik Strategien gibt, wie man diesen ganzen Mist irgendwie wegbekommt, aber auch indem halt die, die jetzt quasi Politik machen, auch einfach Platz machen für Leute, die irgendwie POCs sind, die trans sind, die inter sind, die bi, homo oder alles, was halt nicht heterosexuell ist, sind, damit halt auch diese Stimme gehört wird und damit auch die Leute durch Vorbilder empowert werden und halt dann auch das letzte Irmchen auf dem Dorf schnallt, dass es total nice ist, trans zu sein, dass es gar keinen Grund gibt, jemanden zu hassen, ob im Netz oder woanders, aufgrund von einer, ja, von einer Form zu leben, die einfach niemandem was angeht. Es kann jedem Schnurzpiep egal sein, mit wem ich zum Beispiel ins Bett gehe, aber es kann einfach nicht sein, dass ich dafür angefeindet werde, ob im Netz oder halt auf der Straße oder was weiß ich nicht wo.